Sei herzlich gegrüßt, lieber Besucher meines YouTube-Kanals. Ich hoffe, es geht dir gut. Das heutige Video zeigt Filmaufnahmen von unserem Sonntagsausflug in unsere Nachbarschaft Herzogenaurach westlich von Nürnberg gelegen. Herzogenaurach ist bekannt als Sitz der drei Weltkonzerne Adidas, Puma sowie den Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler. Die Brüder Adolf, Adi, Dassler und Rudolf Dassler sind die Söhne eines Schuhmachers. Sie sind die Erfinder des deutschen Turnschuhes. Die geschäftlich erfolgreichen Brüder scheiterten vorrangig an sich selbst. Sie zerstritten sich bis aufs Blut und gründeten im kleinen Herzogenaurach gleich zwei Sportartikeldynastien. Adidas, die Nummer 2 der Welt, und Puma, die Nummer 3. Herzogenaurach hat aber noch viel mehr zu bieten. Es gibt eine schöne Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern und jetzt im Frühjahr ist die Stadt ein wahres Storchenparadies. Fast auf jedem Schornstein gibt es bewohnte Nester. Einfach wunderbar anzuschauen, dieses Naturschauspiel. Der Feenturm markiert zusammen mit dem rund 180 Meter entfernten Türmersturm die Begrenzung der mittelalterlichen Kernstadt. Der im 13. Jahrhundert errichtete Turm ist 28 Meter hoch, er diente zeitweise als Gefängnis. Der Kiliansbrunnen, hier hat der Legende nach der Frankenapostel Kilian im Jahr 686 an dieser Stelle gepredigt und die Taufe gespendet. Über einen Fußweg gelangt man zum Kirchplatz zur katholischen Pfarrkirche St. Magdalena und der Marienkapelle. Die Marienkapelle ist eine Doppelkapelle, sie wurde vermutlich im 14. Jahrhundert errichtet. Das Untergeschoss diente zur Verwahrung der Gebeine aus aufgelassenen Gräbern. Die Stadtpfarrkirche St. Magdalena wurde bis 1341 anstelle eines romanischen Vorgängerbaus errichtet. Der stark eingezogene Chor weist ins 13. Jahrhundert zurück. Das Langhaus des gotischen Saalbaus wird von einem mächtigen, hölzernen Tonnengewölbe überspannt. Bei der Restaurierung 1934-1935 wurde die Kirche wieder mit barocker Ausstattung versehen. Thank you.
Der weiße Marter, der spätgotische Bildstock, entstand wohl im 14. Jahrhundert. Die Reliefs zeigen neben der Kreuzigungsgruppe und einer Gregoriusmesse die Heiligen Leonhard und Elisabeth. Direkt am Herzogenauracher Marktplatz steht das Amtsschloss. Es wurde im 13. Jahrhundert als befestigte Wehranlage erbaut. Es wird Zeit, auch mal eine Pause zu machen. Am Marktplatz kann man bei einem leckeren Kaffee schöne Fachwerkhäuser und sogar Störche bestaunen. Mit der Gründung der gemeinsamen Sportschuhfabrik Gebrüder Dassler im Jahr 1924 begannen Adolf und Rudolf damit, den Sportschuh zu revolutionieren. In der Waschküche des Wohnhauses der Familie hatten die Söhne die ersten Schuhe genäht. Nach der Trennung im Jahr 1948 gründeten die Brüder die Weltkonzerne Adidas und Puma. Welch große Freude für Katzenfreunde, woher kommt denn diese schöne Katze auf einmal her? Leider geht das Video jetzt zu Ende. Es sollten damit nur einige Impressionen von unserem Sonntagsausflug nach Herzogenaurach vermittelt werden. Auf jeden Fall ist Herzogenaurach ein kleines, aber feines Städtchen und immer ein Besuch wert. Ich hoffe, ich konnte dich mit meinem Video begeistern, um dieser Stadt eventuell auch mal einen Besuch abzustatten. Ich würde mich über ein Abo und einen Daumen hoch von dir freuen und dich bei einem nächsten Video sehr gerne wieder auf meinem Kanal begrüßen.